Herzlich willkommen. Setze dein Vertrauen auf die Hilfe Gottes. Kürzlich bei den Heilungstagen haben wir wieder wunderbar erlebt, was Gott zu tun vermag. Spontan erzählten uns Menschen, wie sie von Belastungen frei wurden oder eine Frau von Stirnhöhlenentzündung. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute ermutigen. Heute zum Thema, bist du stecken geblieben? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionsberg.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Bist du stecken geblieben? Wir lesen da in 5. Mose 1, Vers 6. Der Herr, unser Gott, redete zu uns am Horeb und sprach, lange genug seid ihr an diesem Berg geblieben. Ich glaube, dass wir manchmal auch wie das Volk Israel in der Wüste manchmal dort bleiben, wo es zwar Wüste ist, aber wir haben uns daran gewöhnt. Obwohl es vielleicht nur eine Etappe hätte sein sollen oder eine Prüfung, aber wir sind dort stecken geblieben. Die Israeliten waren 40 Jahre dort und wenn man das flott angedacht hätte und so ein flotter Wanderer hätte das anscheinend in 11 Tage schaffen können. Ja, haben wir eine Wüstenmentalität? Haben wir uns wirklich an unsere Probleme, an unsere Dinge gewohnt und sind damit so einigermaßen zufrieden? Haben wir keine Perspektive mehr? Haben wir keine Träume mehr? Sondern wir wissen alles, wie es läuft und sagen, so läuft es den Rest unseres Lebens. Wir sollen eine Perspektive haben. Gott führt uns nicht in die Wüste und lässt uns dort, sondern er führt uns durch so manche Prüfungen, aber wieder heraus. Und wir brauchen eine Perspektive nach, eine Perspektive wie das verheißene Land nach der Wüste. Oder erlauben wir uns, Träume zu haben, wo es hingeht. Ich sag dir, es ist wirklich auch Gottes Wille, dass du Träume hast, dass du eine Perspektive hast und er will mit dir sein. Danke, Herr, dass du mit jedem bist. Herr, der nach einer Perspektive sucht, ihm neue Perspektive, neue Träume schenkst. In der Wüste, Herr, dass es richtig rausgeht und weitergeht. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Wir möchten für Menschen beten, die die Hilfe Gottes brauchen. Und wir beten für alle Anliegen, die eingehen. Wir können hier nicht alle vorlesen, aber ein paar habe ich mitgebracht. Und aus der Schweiz bittet uns eine Frau um Gebetshilfe. Sie schreibt Folgendes. Liebes Missionsteam, brauche Gebet für mich. Bin letzthin beim Arzt gewesen, weil ich fast keine Luft bekommen habe. Und der Arzt machte ein Röntgenbild und stellte fest, dass ich Wasser auf der Lunge habe. Und der Blutdruck ist auch zu hoch. Mit lieben Grüßen. Und dafür wollen wir gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst. Und ich danke dir, dass du sie berührst mit deiner Heilungskraft. Danke, Jesus, dass dieses Wasser auf der Lunge verschwindet und dass die Lunge wieder voll funktionsfähig wird, so wie du es geschaffen hast, Jesus. Und ich danke dir, dass auch der Blutdruck wieder in Ordnung kommt. Danke, Jesus. Und das hängt zusammen. Und ich danke dir, dass du da wieder ein durchgängig wunderbares, rhythmisches Sache machst. Danke, Jesus. Eine Wiederherstellung nach deiner Schöpfungsordnung. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der heilt und da vertrauen wir dir von ganzem Herzen. Amen. Eine Frau schreibt uns dieses Gebetsanliegen für ihren Mann. Liebe Familie Müller, können Sie bitte für meinen Mann beten? Sie haben bei ihm auf der Lunge einen Belag entdeckt. Es könnte Asbest sein. Es wird alles noch abgeklärt. Ich bin gläubig, mein Mann nicht. Doch für Gott ist alles möglich. Vielen Dank für euer Gebet. Und das ist wahr, für Gott ist alles möglich. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann kennst und ich danke dir, dass du auch seine Lunge wieder in Ordnung bringst, dass das wieder verschwindet, was sich da aufgemacht hat und was da zum Vorschein gekommen ist. Danke, Jesus. Danke, dass du der Heiler bist, auch für diesen Mann. Und ich danke dir auch, dass du ihm begegnest, dass du sein Herz bewegst und dass du zu ihm reden kannst, dass er wirklich auch spürt und weiß, dass es ohne dich nicht geht und dass er dich braucht. Ich danke dir, Jesus, dass du da wirklich ein vollkommenes Werk tust. Danke, Jesus. Amen. Amen.
Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich und die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau bittet für ihren Schwager um Gebet. Sie schreibt, mein Schwager hat genetisch eine Blutgerinnungsstörung. Die Thrombose im Herzen soll medikamentös aufgelöst werden. Die große Gefahr besteht, dass der Thrombus zum Gehirn wandert und er einen Schlaganfall bekommt. Bitte betet, dass das nicht geschieht und Jesus ihm völlige Heilung zuteilwerden lässt. Lieben Dank. Ja, das wollen wir jetzt tun. Danke, Herr. Danke, Herr, dass das auch wirklich gut geht, Herr, dass sich da nichts in Bewegung setzt und auch kein Schlaganfall auslöst. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass auch wirklich, Herr, wirklich da Normalität hineinkommt. Herr, ich danke dir dafür in dieses Blut. Und Herr, danke, dass du für uns dein Blut vergossen hast und gegeben hast, damit wir da wirklich auch dich darum bitten können und Lösungen und Heilung geschieht. Danke, Herr. Amen. Amen. Und per E-Mail erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Hallo, bei mir wurde ein bösartiger Brustkrebs diagnostiziert. Bitte betet da um Heilung. Zudem haben wir in der Familie, seitdem ich mit meinem Mann zusammen bin, Unfrieden. Richtig heftig mit Polizei und Anzeigen und so weiter. Bei meinem Mann kommt ans Licht, dass er lange schon mit Beziehungen oder Menschen Probleme hat. Und das heftigst. Ich denke, er braucht Befreiung und den starken Willen, sich helfen zu lassen. Bitte betet dafür. Danke, dass es sowas bei euch gibt. Danke, Herr, dass wir das an dich weiterleiten dürfen. Danke, Herr, begegne dieser Frau, Herr, auch mit dem Brustkrebs. Ich danke dir dafür, Herr, heile du sie und dass dieser Krebs verschwinden muss in Jesu Namen. Und ich danke dir dafür, Herr, Herr, dass in diese Ehe, in diese Familie Heilung hineinkommt, Herr, Befreiung hineinkommt. Ich danke dir dafür, Herr, dass dein Friede, Herr, größer ist, Herr, denn all dieser Streit und diese Unruhe. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du ein großes Wunder da tust. Danke, Herr. Amen. Amen. Und viele Menschen haben uns auch wieder geschrieben, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und das möchten wir mit dir teilen. Gott hat Mittel und Wege zu helfen, wie uns folgende Geschichte zeigt. Ich bat euch um Gebetsunterstützung, weil ich so viele Schmerzen hatte. Wir waren mit unserem Vilator, einem Zwischenfahrzeug, Rollstuhl und Rollator unterwegs. Mir fiel das Laufen schon sehr schwer. Ich sollte aber so lange wie möglich laufen. Mein Mann und ich waren unterwegs und beim Verladen des Vilator verfing sich dieser in einer Hecke und die beiden Räder waren weg. Wir haben sie auch nicht wieder gefunden. Nun bekomme ich einen bequemen Rollstuhl, in dem ich warm sitzen kann. Ich denke, so hat der Herr eingegriffen. Er hat mich durchgetragen und ich habe alles überwunden. Auch die Ergebnisse der üblichen Untersuchungen bei mir und meinem Mann waren ohne Ergebnis. Danke Gott und danke euch. Ja, Gott gebraucht wirklich manchmal kuriose Dinge, um uns zu helfen. Und wenn auch zwei Räder verloren gehen. Gott stellt Konzentrationsprobleme wieder her und eine Frau berichtet uns. Ich hatte extreme Probleme bei einem Gespräch mit meinem Sohn, folgerichtig zu antworten, weil mein Kopf nicht funktionierte. Ebenso beim Schreiben von E-Mail. Ich bat bei euch um Gebetsunterstützung. Danach wollte ich die Ursache im Krankenhaus überprüfen lassen. In zwei Krankenhäusern musste ich jedes Mal unverrichteter Dinge wieder gehen. Aber Gott, mittlerweile hat Gott Wiederherstellung geschenkt. Ich erlebte eine stetige Verbesserung. Mein Kopf funktioniert wieder. Jesus ist der Herr, unser Arzt und der Beste noch dazu. Ich bin so froh und dankbar dafür. Ja, das kann man wirklich nachvollziehen. Gott schützt auch vor Cyberangriffen und gibt Weisheit, wie uns folgende Geschichte zeigt. Gott griff ein und setzte alles daran, den richtigen Schutz zu bringen. Die neue Firma meines Sohnes hatte einen guten Start. Dann begannen die Cyberangriffe, trotz gutem Schutz. Die unbekannten Attacken versuchten, die Homepage zu zerstören.
Die Lage war ernst und die Anspannung wurde immer größer. Ich bat das Missionswerk Karlsruhe um Gebetshilfe. Jesus griff ein und mein Sohn und sein Team wurden zu den perfekten und richtigen Kombinationen von Schutzmethoden geführt. Die Angriffe hörten auf. Ein großes Danke an das Gebetsteam und den wundervollen Jesus Christus. Ja, Gott hat für alles eine Lösung. Ja, der alte Gott kennt sich mit Cyberangriffen aus. Wie wunderbar ist es? Es ist wirklich ein grenzenloser Gott für alle Zeiten und auch für diese Zeit. Und das ist wunderbar, dass wir mit allem zu ihm kommen dürfen. Hast du was erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ist es für dich Zeit, weiterzugehen? Hat es dich irgendwo angetriggert heute, wo du sagst, eigentlich bin ich immer in meinen Problemen stehen geblieben, habe mir meine Lösungen drumherum gebaut, aber ich stecke immer noch mittendrin. Überleg dir mal im Gebet und mit Gott, ob es nicht gilt, ob es nicht mal für dich dran ist, weiterzugehen. Weiterzugehen und nicht einfach da stehen zu bleiben und beten, Herr, danke, dass du mir durchhilfst und so weiter. Er hat es vielleicht schon auch 40 Jahre gemacht. Ich sag dir, vielleicht ist es Zeit, weiterzugehen. Du darfst uns gerne deine Anliegen zusenden und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und wir möchten dich einladen zu unserer Gebetsnacht am Tag an Karfreitag. 13 Uhr werden wir beginnen. Schau auf unserer Webseite unter Gebetsnacht. Da kannst du dich kostenlos registrieren. Und wir freuen uns auf dich und verabschieden uns und wünschen dir Gottes Segen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.